herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Nightmares. Ja, wir haben jetzt... Hier ist eine Lampe, okay. Wir haben jetzt letzte Folge, sind wir hier jetzt rumgelaufen und haben geguckt, wie wir am schnellstmöglich von links, da von der Kurbel, hier rüber zum Tor kommen. Weil das ist nur eine begrenzte Zeit offen. Ja, und ich weiß noch nicht so, wie das gehen soll, weil mit normalem Laufen schaffen wir es nicht. Und ich weiß nicht, ob wir rennen können. Das probiere ich jetzt nochmal gerade aus. Okay, so können wir schleichen. Das ist schon mal super. Nö, so rennen wir nicht. Ah, mit X. Alles klar, mit X kann man sprinten. Okay, gut zu wissen. Dass uns das auch niemand gesagt hat, finde ich auch super. Alles klar, dann kann man das schaffen mit X wahrscheinlich. So. Und rüber. Lauf, lauf, lauf. Oh, Alter. Ganz schön knapp. Okay. Aber das heißt, wir kommen jetzt auch nicht mehr zurück, ne? Nee. Hier ist keine Kurbel oder irgendwas. Vielleicht kommt das noch. Oder es geht einfach immer weiter. Hier ist noch eine Luke. Oh, ein Zwerg. Bleib hier. Hallo, bleib doch hier. Okay. Gucken wir gleich nochmal. Wo der hin ist? Können wir das nochmal öffnen? Kommt da noch einer raus? Nö. Okay. Es bleibt bei dem einen. Und hier geht's auch noch irgendwo nach oben, ne? So, Moment. Okay. Komme ich hier noch weiter hoch? Ja, tatsächlich. Nochmal Licht anmachen. Kann ich an dem Rohr da hochklettern? Nee. Okay, das geht nicht. Das habe ich mir jetzt einfacher vorgestellt. Oh, schnell mal hier hoch. Komme ich denn hier überhaupt irgendwo weiter? Nee, ne? Vielleicht an das Rohr da? Nö. Okay. Na gut. Dann können wir wohl nur hier durch das kleine Mauseloch und dem kleinen Kollegen folgen. Vorne ist auch nichts. Okay. Hilfe? Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Bitte? Kommt da was? Oder nicht? Ich wollte mich eigentlich hier so hinter verstecken. Kommt da was? Nee, ne? Es klang gerade so, als wenn irgendwas auf uns zukommen würde. Okay. Da oben hat sich gerade das Licht verändert. Okay. Da oben leuchtet wer mit einem Scheinwerfer rum. Und wir können hier hochklettern. Hier durch. Kommen wir hier durch? Ja. Wir sind auf jeden Fall schlank genug, um hier durchzukommen. Und es scheint so, als wären wir hier entweder auf einer Toilette oder in einer Zelle. Oder vielleicht beides. Also, dass die Toilette mit in der Zelle ist, so rum, ne? Aber es scheint eher eine Toilette zu sein als etwas anderes. Okay. Einmal die Tür öffnen. Und eine Ratte. Oh, die Ratte. War süß. Können wir die wieder zumachen hier eigentlich, die Tür? Ja, geht tatsächlich. Finde ich gut. Machen wir auch gleich mal. Kann ich vielleicht... Da links ist ein Schalter. Und der scheint... Ah, okay. Da ist ein Tor, so elektrisiert. Und ich glaube, der Schalter würde das deaktivieren. Kann ich denn vielleicht... So komme ich da nicht ran, ne? Nicht mal ansatzweise. Kann ich vielleicht hier den Papierdings, Papierrollenstapel hier? Oh, ist das schwer. Oh, komm schon. Los! Ja! Okay, so. Kommen wir jetzt daran? Ja, sehr gut. Achso. Schnell hin. Schnell, schnell, schnell. Durch, durch, durch. Okay.
Geschafft. Gut, gut, gut. Okay. Bauklötze? Warum läuft denn die Zeit so lange? Achso. Oh, eine Bahn, eine Lok. Cool. Okay. Hier sind ganz viele Bauklötze. Was passiert, wenn wir hier so einen Block... Kann ich den nehmen? Ja. Ich stelle ihn mal direkt hier auf die Bahn drauf. Mal gucken, was passiert, wenn die rüberfährt. Okay, die schiebt den einfach beiseite. Na gut. Versüßt die Bahn. Kann ich, was? Okay. Ich kann sie also... Oh, hallo, kann ich die wieder... Nein! Stell die doch wieder hin. Nein. Mann, du hast alles kaputt gemacht. Ich wollte die wieder hinstellen. Geht das nicht? Nee. Okay, die fährt wohl nicht weiter. Na gut. Dann nicht. Okay, jetzt nochmal so ein elektrisiertes Tor. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt ändern können. Also wie wir das jetzt ausschalten können, meine ich. Da können wir nicht hoch. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um, ne? Der Raum ist ja recht groß. Okay. Zwei Schaukeln. Können wir da rauf? Ja. Okay, das bringt aber nichts. Nee, kann ich mich da nur ranhängen? Oh ja, tatsächlich. Aber dann kann ich nicht mehr schwingen. Kann ich vielleicht so schwingen? Nein. Nö. Okay, wirklich schwingen kann ich damit nicht. Halt immer nur so ein bisschen, ne? Aber das bringt nicht wirklich viel. Hier haben wir eine Wippe. Komme ich da rauf? Oh ja, wo kommt denn der Ball her? Und warum rollt er die ganze Zeit weiter? Okay, jetzt hat er auch... Wo kam der Ball her? Ist der vom Schrank gefallen? Nee, ne? Der muss da links ja irgendwer sein, oder nicht? Der hat den hier durchgerollt, oder was? Hallo? Ist da wer? Nö. Okay. Na gut, dann gehe ich hier erstmal rauf. Huch. Nochmal. Komm. Vorsichtig. Reicht das vielleicht, wenn ich jetzt... Hat gereicht, sehr gut. Okay, was haben wir hier? Oh, oh, vorsichtig. Oh, eine Spieluhr. Ich lass die mal laufen. Wo kommen wir hier hin? Ach, einfach zurück, oder was? Okay. Haben wir hier vielleicht die I? Schon einfach über das Klopapier. Okay. Ach, müssen wir vielleicht... Moment. Müssen wir vielleicht mit dem... durch beide Tore durchlaufen? Wahrscheinlich, ne? Ich probiere es einfach mal. Die Spieluhr ist lustig. Ich mag die. Okay. Geschafft. Das hat tatsächlich funktioniert. Okay, sehr cool. Gut, und hier sind Türen. Ankommen tun wir da nicht? Nö. Nö, an die Türen kommen wir nicht dran. Ich färbe gerade die Stufen, ne? Oder sehe ich das gerade falsch? Nee. Immer wenn ich hochspringe, färbe ich hier unten die Stufen. Sieht man das? Geht, hier hinten ist auch schon wieder weggegangen. Hier am Türrahmen unten sieht man das ganz gut. Wenn da die Farbe sich auf einmal ändert. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Ich glaube eher nicht. Hier sind wieder Bauklötze.
ziemlich viele Türen aneinandergereiht. Ich würde mal schätzen, dass das Zimmer sind von irgendwelchen Passagieren, die hier... Oder... Also es wirkt für mich momentan noch wie ein Schiff. Ein bisschen zumindest. Könnte aber auch irgendwie so ein Untergrund... Festung, Bunker oder was auch immer sein. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall irgendwie... Ach, das Auge da oben. Was macht denn das? Oh Gott. Das sehe ich jetzt erst. Das sind gar keine Puppen. Das sind kleine Kinder oder so, ne? Wahrscheinlich sowas wie wir. Ob das jetzt Kinder sind, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall etwas sehr Kleines. Oh Gott. Okay, schnell rüber. Oh! Das war knapp. Das war echt knapp. Das Auge hat uns sogar schon gesehen gehabt. Schläft das vielleicht nur? Ich kann damit aber auch nichts machen. Ich renne mal weiter. Ich kann den Kindern leider nicht helfen. Kann ich mal bitte hier hoch? Was ist denn da rechts? In dem Käfig. Was ist das? Ach, das ist so ein Pilzding. Okay, ich dachte gerade, das ist so irgendwie so ein... Ich weiß nicht was. So ein Vogel oder so sah das aus. Wie so eine kleine Taube oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Kein Plan. Komme ich jetzt irgendwie hoch? Nee. Nö. Hier vielleicht? Nee. Okay, dann muss ich irgendwie anders da hoch. Na gut. Ah, vielleicht hier an den Gittern? Ja, das geht. Sehr gut. Komme ich denn da auch wieder runter? Oder? Ich will da eigentlich noch gar nicht runter, weil ich war oben noch nicht. Hallo. Geh doch mal rauf jetzt. So. So, dann gucken wir uns erstmal hier oben um, bevor wir gleich da runter gehen und durch den Käfig gehen. Hier oben sind noch mehr Zimmer. Können wir da mal höflich anklopfen eigentlich? Hallo? Nee. Anklopfen kann ich nicht. Ich kann höchstens vor die Tür kacken. So. Fett vor die Tür gekackt. Die freuen sich bestimmt, wenn sie morgen früh rauskommen. Uns frisch zur Arbeit wollen und dann die Tür aufmachen und dann erstmal schöner Müffelgestank. Okay. Die letzte Tür hier ist offen. Wir können da reingehen und da sind Zeichnungen an der Wand. Hier ist schon wieder so eine Puppe. Oh. Soll man das machen? Ach, das ist eine, so eine Porzellanfigur, ne? Ist hier noch irgendwas drunter? Ach, hier ist wieder dieses schwarze Zeug. Okay. Hier sind überall so kleine Handabdrücke. Und auf der Matratze auch Fußabdrücke. Von ungefähr so großen Händen und Füßen wie wir. Und da ist das große Auge aufgezeichnet. Ich weiß noch nicht so genau, was das macht. Außer uns wahrscheinlich töten. Hier sind auch noch Handabdrücke und eine Zeichnung. Was ist denn das auf der Zeichnung? Da kann man das erkennen? Oh, nee. Das wollte ich nicht. Nee, nicht wirklich, ne? Vielleicht ein Hase oder irgendeine Figur oder eine Kreatur? Ich habe keine Ahnung. Nee, das kann man nicht so gut erkennen, leider. Da haben wir nochmal das Auge. Nochmal, da drüben ist nochmal das Auge. Was haben wir hier vorne? Eine Familie. Und nochmal das Auge? Ist das nochmal das Auge? Ich kann das nicht so erkennen. Das Recht hier, das auf dem ich jetzt stehe. Soll das nochmal das Auge sein? Ich kann es nicht erkennen. Keine Ahnung. Okay. Na gut, hier haben wir aber nicht so viel gefunden, bis auf die... Porzellanfigur. Ich glaube, wir hätten die am Anfang noch kaputt machen sollen, ne? Aber jetzt ist eh zu spät, jetzt können wir es nicht mehr machen. Ich wusste ja nicht, dass man die kaputt machen kann, sonst hätte ich das ja bei der ersten auch schon gemacht. Hm, okay.
Geh nochmal hier oben lang. Hier ist die Tür ja auch offen. Was ist das denn für einer? Was macht der? Oh Gott. Ach, oh Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Hier sind ja die kleinen Kinder. Die schlafen hier. Alter, das habe ich gar nicht gesehen. Was ist das denn? Geht der hier nur durch? Was ist denn mit den Kindern? Ja, der geht hier nur durch. Ich war doch unten lang. Da war doch noch der kleine Typ zum Drücken. Mach mal Licht an hier gerade. Kann ich die wecken? Es wirkt hier so friedlich. Hallo? Nee, da hoch kann ich nicht. Okay, da ist sogar eins mit einem höheren Gitter. Aber selbst zu den mit den niedrigeren komme ich nicht. Nee. Liegen denn hier so viele Kinder? Vielleicht auch in einem Krankenhaus oder so? Wäre das mit den Käfigen und so? Das passt ja alles gar nicht. Kann man das aufmachen? Nee. Okay. Ich guck erstmal, wo wir hier weiter können. Da kommen wir nicht rauf. Nehmen können wir das auch nicht. Nö. Okay, hier können wir nicht viel machen. Können wir denn vielleicht in die Tür, wo der Typ eben hergekommen ist? Der übrigens ziemlich gruselig aussah. Ich mache mir hier Licht an, damit ihr auch was seht. Weil der halt so ganz komisch lange Arme hatte. Nee, okay, die Tür können wir nicht öffnen. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch zurückzugehen, ne? Ich hoffe nicht, dass jetzt hier... Okay, der Typ scheint weg zu sein. Wahrscheinlich ist das irgendwie der Betreuer von den Kindern oder so. Ich habe keine Ahnung. Kann ich die nicht aufmachen? Nee. Hä? Okay. Oder kann ich die Kiste hier nehmen? Nee. Oh, guck mal, hier ist schon wieder so ein Ball. Der rollt auch einfach so durch die Gegend. Doch, ich glaube, wir sind tatsächlich auf dem Schiff, weil erstmal rollt der Ball die ganze Zeit durch die Gegend. Deswegen kam uns der auch vorhin entgegengerollt. Und zusätzlich schwankt die ganze Zeit die Sicht ein bisschen. Okay. Ich weiß nicht so ganz, wo wir jetzt hin müssen. Ist hier vielleicht noch was? Nee. Nö, das ist auch nichts. Okay. Müssen wir hier doch irgendwas machen? Hier sind wieder Handabdrücke. Okay, wir können den Würfel hier nehmen. Und wir können ihn werfen. Kann ich den hier runterwerfen? Nee. Okay, hier ist einfach nur eine Wand. Ne, wir können den nur umstoßen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin sollen. Mit der Kiste kann ich auch nichts machen, ne? Nee. Bewegen kann ich die auch nicht. Nö. Das geht nicht, okay. Ach, ich bin so doof. Hier können wir ja hoch, an den Gittern. Ah, toll. Habe ich natürlich sofort gesehen. Einmal hier über die Regale. Was sind das für Bilder da auf den Zeitschriften? Oder auf den Zeitungen eher? Kann ich nicht lesen. Ist wahrscheinlich die Bild. Will ich dann auch definitiv nicht lesen. Kann ich hier rüber? Oh Gott. Ja, kann ich. Okay. Und hier oben geht es weiter. Und was wir hinter diesem mysteriösen Tunnel sehen werden, würde ich sagen, sehen wir dann nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Little Nightmares. Bis jetzt echt ein ziemlich cooles Game.
Mal gucken, was uns noch so erwartet. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen mehr mit diesem Betreuer oder was von den Kleinen da, also von den Kindern, die da eben lagen. Wobei das tatsächlich eine ziemlich friedliche Stimmung war. Also nicht so, dass sie hier gefangen wären oder so. Vielleicht so Waisenkinder. Vielleicht ist das einfach so ein netter Typ, der die Waisenkinder hier betreut. Ich habe keine Ahnung. Wir nennen einfach mal den Betreuer. Der wird das schon regeln. Ja, schauen wir mal. Okay, ich bin gespannt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.